heute das Spiel gegen Blumenstedt 2. Haben wir mit Bravour gewonnen. Zumindest die erste Hälfte. Die zweite sah nicht ganz so schön aus. Ich habe hier die drei Torschützen und zudem auch unsere drei Brüder, die neu zur Mannschaft gestoßen sind. Erkan war ja schon letztes Jahr dabei. Genau. In der Winterpause. Genau, reingekommen. Und auch sein erstes Debüt vor der Kamera heute. Ganz genau. Stellt euch mal einzeln nach der Reihe vor, bitte. Mein Name ist Güney und ich spiele Rechtsverteidiger. Mein Name ist Hassan und ich bin Stürmer. Ich bin Erkan und spiele hauptsächlich im Mittelfeld, links, zentral, beides für mich drin. Wie habt ihr das Spiel heute so erlebt? So, das erste Mal zu dritt, auch torerfolgreich gewesen. Ich fange mal an. Also die erste Halbzeit haben wir relativ gut gemeistert. Wir haben das Spiel schön breit gemacht. Wir haben versucht, den Ball schön laufen zu lassen, schön über die Außen. Haben ein, zwei schöne Konters gemacht, waren im Vorne auch wiederum erfolgreich. Das zur ersten Halbzeit, die zweite Halbzeit vielleicht ein bisschen zu motiviert. Aber wir haben das Spiel trotzdem schön gekämpft und haben versucht, den Ball zu verteidigen. Der Gegner war nicht so schlecht, also wir haben das relativ gut gemacht, auch in der zweiten Halbzeit. Welchen Verein hattest du vorher? SV Lurup. SV Lurup, Groß Ostdorf 2 war das? Genau. Inter Hamburg, als ja. Jugendspieler war das, ne? Genau. Und jetzt darfst du ja endlich meinen ersten Herrn mitspielen. Ja, danke schön dafür. Ich hoffe, wir sehen gegen Emdorf Großborst die nächste Woche einen Sieg. Gegen die ersten Herren sind das zwar bloß, aber wir hatten gegen die zweiten Herren vor 2 Jahren das Aufstiegsduell. Ja. Und wir haben da noch eine Rechnung immer noch offen. Ganz genau, das wir weiß ich auch. Wir wollen da wieder gewinnen und auf dem Randplatz wird das eine harte Arbeit bei dir. Dankeschön. Genau. Viel Spaß heute noch. Ebenso, danke. Tschüss.